Die Seriennummer zum Wechseln war jetzt nicht so schwer, ne? Das war selbstverständlich. Fernwehrflächen ist jetzt auch nicht so schwer. Ich werde euch trotzdem ein bisschen was dazu zeigen, weil das ist ja für manchen anscheinend nicht so ganz klar. Wir brauchen als allererstes den Firmware-Generator, den gibt es natürlich von Scooter Hacking, die das Ganze gemacht haben, beziehungsweise der Botox das Gerüst davon erstellt hat. Wir haben jetzt unseren eigenen Ninebot Firmware-Generator gemacht in deutscher Sprache mit richtigen Warnhinweisen und halbwegs safen Einstellungen dabei. Wir haben natürlich noch nicht alles durchgetestet, haben aber die ganzen übertriebenen Settings rausgenommen. Das heißt, ich muss als allererstes eine Firmware erstellen und die dann mit den Xiaomi Flash heraufspielen. Wo ist dieser Generator? Der Generator ist erst seit gestern online. Der Firmware-Guide ist noch nicht mal aktualisiert und ich habe schon das Handy wieder in der Hand. Das heißt, es gibt noch keine vernünftigen Links dazu. Ihr müsst einfach auf die Rollerblausch-Seite gehen, also auf rollerblausch.com für die, die neu sind. Und dann am Handy schaut es dann so aus. Entweder ich schaue mal, ob es Neues gibt, das mache ich da auf mehr Anzeigen und schaue mal die letzten Updates an, dann weiß ich, aha, schau her, es gibt eine Firmware-Anleitung, es gibt den Konfigurator, den ich eben gesagt habe. Oder wenn ich sowieso weiß, was abgeht bei uns, gehe ich einfach auf die Webseite, gehe in die richtige Kategorie nach oben. Holla. Ninebot, ist ein bisschen schwer, ich habe das noch nie so gemacht. Und dann schaue ich da rein. Aha, was gibt es da alles? Firmware-Flashen wollen wir natürlich. Komme ich in die Kategorie, dann das Video und natürlich kommt dann das Video rein, was wir gerade machen. Und dann sehen wir, aha, schau her, letzte Updates von gestern bzw. heute Nacht. Hat sich was geändert und hier ist dann der Generator. Oder eben auf der Startseite der direkte Link für alle, die sich's merken wollen. Es ist max.cfw.rollerblausch.com. Nicht ganz so schwer. Wir werden das dann eh noch besser platzieren. Und so wie vorher schon gesagt, es gibt drei verschiedene Versionen. Gibt eine simple Version, die reicht für die meisten aus. Eine Version, die noch nicht übersetzt ist, aber mit allen möglichen Einstellungen, die es gibt. Und die Originalversion natürlich. Das heißt, wenn ich zeige euch jetzt einfach mal die simple Version. Natürlich müssen wir das komplett übertrieben darstellen und euch wirklich warnen, dass man sich da was kaputt machen kann. Es ist kein Scherz. Ihr könnt auch gerne den Leuten, die für das Ganze zuständig waren, ein Geld da lassen. Und dann geht auch da schon los. Im Changelog sehe ich, was Neues gibt im Konfigurator. Sorry, wenn das dauernd umfokussiert, aber es ist so. Unter den Basics kann ich dann schauen, okay, Lademodus entfernen. Was ist der Lademodus? Ich erkläre es nur schnell, weil es steht eigentlich eh dabei. Der Lademodus ist zum Beispiel, wenn ich eine Zusatzbatterie unten dran habe und den mit dem Y-Kabel zusammengesteckt habe, dann muss ich den Lademodus aktivieren, also den Fix. Sonst geht es mit der Rolle in den Lademodus. Warum und wieso das so ist, das könnt ihr dann beim jeweiligen Link nachlesen. Ich möchte halt nicht den ganzen Rest jetzt noch erklären, ich möchte euch hier eigentlich das Flashen zeigen. Also es ist gut, wenn ihr das flasht, aber dann natürlich auch ins Wiki schaut, hey, was habe ich da überhaupt gemacht? Weil es wird auch im Wiki erklärt, was für was ist und wie man das mit dem Akku macht und wie das mit den To-Do-Listen ist und auf was man aufpassen muss, steht alles drin. Bitte das auch lesen. Nicht nur stumpf in den Generator gehen, Firmware flashen und ja. So, Motorparameter, das sind die wichtigsten Settings. Die Motorkonstante, die kann ich hier einstellen. Der Standardwert ist eh automatisch markiert. Und wir können da mal sagen, okay, ich nehme mal so 48.000. Das hat sich bis jetzt auf alle Fälle als safe erwiesen. Egal wie schwer ihr seid, egal wie kalt es draußen ist, das ist überhaupt kein Problem. Hat schon mal ein bisschen mehr Biss. Lassen wir das mal. Dann haben wir da die Höchstgeschwindigkeit, wie schnell der Roller fahren darf. Es steht hier 32, 33. Sind physikalisch möglich, auch wenn hier 40 möglich ist. Das ist dann für spätere Sachen. Das möchte ich jetzt auch nicht erklären. Steht dann auch im Wiki. Stellt sie einfach mal 30 oder 31 ein. Akkubedingt geht halt am Ende nicht mehr nach gut so 20, 30 Minuten. Steht auch dann im Wiki, warum das so ist. Die Startgeschwindigkeit könnte man dann von 5 auf 2 oder 3 einsetzen. Ist ein bisschen gemütlicher. Tempomat, wann sich deaktivieren soll. Ich verwende den nicht, aber verwenden doch einige. 5 Sekunden ist eigentlich da normale Zeit. Auch bei so anderen Roller wie da hinten geht es auch nach 5 Sekunden los.
Das kann man eigentlich so lassen. Man kann den Tempomat natürlich komplett auch deaktivieren mit M365 Tools zum Beispiel. Da braucht es dann die Ninebot-App gar nicht mehr verwenden, die ist ja schrecklich. Und experimentelle Funktionen lasse ich mal komplett aus, weil es ja experimentell ist und so nichts damit zu tun hat. Es war jetzt eigentlich ganz simpel, geht auf Fertig und lad mir da meine Firmware runter. Firmware bauen. Man sieht das schon da oben mit der Download gestartet. Und es ist, ah, war ich zu langsam, der Download fertig. Das ist jetzt ein ZIP-File, das dürfen wir nicht entpacken. Manche Leute meinen, sie müssen das entpacken. Mancher Generator meint, er braucht das so. Jetzt der Generator, den wir da haben, der braucht das nicht. Der braucht das unveränderte ZIP-File, das heißt, ich gehe einfach zurück. Oder machen wir da bei meinem Telefon in einem Rutsch alles zu. Und suche mir den Flasher, XIAO Flasher, hat sich gerade mit der Seriennummer geändert. Drehen wir jetzt meinen Roller auf. Zack, das ist übrigens die normale G30-Version für alle, die meinen, hey, warum der ist nicht blau? Das ist die ÖSI internationale Version, die ist gelb. Steht auch im Wiki die verschiedenen Unterschiede dazu drinnen. So, verbinde meinen Roller. Komme natürlich auch hier die Hinweise, was muss ich machen? Ich muss einmal den Power-Knopf drücken, um das Ganze zu verbinden. Sehe dann, dass das hier connected ist. Hab natürlich meine Seriennummer schon geändert und muss jetzt eigentlich nur mehr das richtige ZIP-File auswählen. Indem ich hier Select ZIP-File gehe, dann kommen meine ganzen Ordner, die dann da am Handy sind. Meistens ist das Ganze unter Downloads. Zack. Und dann suche ich mir das halt. Ne? Da ist mein ganzer Schwachsinn drin. Und dann seht ihr da DVR, DVR. Da stellt natürlich keine Ordner. Und ich habe mir natürlich das vorher schon ausprobiert, wie ihr seht an der Uhrzeit. Habe ich da zwei Files drinnen. Ihr nehmt das mit dem letzten Datum, wenn ihr schaut. Falls ihr da mehrere erstellt habt, immer das letzte nehmen. Das sind in dem Fall die untere dann bei mir. Ausgewählt, dann auch mal checken. Ich bin verbunden, passt alles. Und dann unten hier Flash. Dann kann man natürlich auch den Entwickler von der App was spenden. Das würde ich auch machen, wenn euch das gefallen hat. Klickt das jetzt mal weg und dann geht es auch schon los. Simpel schlicht flasht er da drüber. So, und der Roller ist fertig und hat automatisch neu gestartet. Hört man auch an der Pieperei. Natürlich bin ich jetzt getrennt. Diese Nachricht können Sie unten ignorieren. Das ist mein Hotspot im Auto, mein Bluetooth an ist. Hat damit nichts zu tun. Das heißt, ich gehe jetzt hier wieder her. Connect. Kommt wieder die Message. Einmal zum Pair-Power-Knopf drücken. Und schon bin ich verbunden. Und die neue Firmware ist drauf. Das war's. Jetzt probiert das Ganze aus. Natürlich immer zuerst eine gemütliche Strecke auswählen und als Pro-Tipp gebe ich euch gleich einmal dazu für alle, die es übertreiben wollen im Advanced Flasher. Ich kenne ja die Leute. Eine gemütliche Strecke nehmen und trotzdem schauen. 5 Minuten stehen bleiben, die Hitze schauen, was der Motor macht und dann mit dem Handrücken einfach mal draufhalten. Wenn Sie 2, 3 Sekunden den Handrücken draufhalten lassen könnt, dann ist es eigentlich halbwegs safe. Wenn euch das ordentlich wehtut und ihr euch verbrennt, dann wisst ihr, dass ihr im Sommer spätestens ein Problem habt an einem hinnigen Roller. Müsst ihr das unbedingt wieder ändern. Und die Hitze kommt ruckzuck zustande, wenn man mehr als 80 Kilo hat. Das geht relativ schnell. Bitte ignoriert das jetzt nicht, weil Winter ist. Im Frühjahr ab 15 Grad beim Xiaomi. Wir haben da einige Hashtags im Telegram, wo man sieht, wo die Xiaomis dann nicht mehr wollen. Das müsste im Großen und Ganzen gewesen sein. Ich habe das in einen Take runterdreht. Wenn euch irgendwas noch einfällt oder ich was vergessen habe, was natürlich sein kann, wenn man mal auf die Uhr schaut, es ist schon spät, dann bitte schreibt mir das in die Kommentare. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.